Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Wir sind mit unserem guten Agent unterwegs und ja, der muss es jetzt melden und irgendwie, ich dachte, wir fahren jetzt zusammen weiter, aber irgendwie muss ich alleine irgendwo hin, wa? Auf der Map, wo müssen wir da hin? Ist der Club, wa? Guck mal, das ist wenigstens Schnellreisepunkt und wir haben bei uns doch auch einen Schnellreisepunkt, oder? Jo, wenn wir jetzt entweder nach hinten gehen oder... Ach, rechts von uns ist auch einer. Ja, da. Siehst du, dann bewegen wir uns gleich da. Oder kann ich den nochmal anquatschen jetzt hier? Oh, kann ich sein Auto nehmen? Bitte, 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 nein. War ich nicht. Ich will da nur rein, Mann. Die Assis haben deine Scheibe eingeschlagen, mein Freund. Kann da eine Tür? Okay, ich bin weg. Und wir bewegen uns dorthin. Im Endeffekt, der Tag ist doch vorbei. Rogue hat sich noch nicht gemeldet. Warte mal, ich mache jetzt mal kurz das hier. Öffne das. Sei dabei, wenn musikalisches Universum aufeinander live, bla bla bla. Ich kann es kaum erwarten. Das ist eine automatische stille Nachricht. Bitte antworten Sie nicht darauf. Okay. Oder kann ich auch Rogue anrufen? Nur mal gucken, ob wir die... Ja, guck mal hier. Hab ihn gesehen, Rogue. Adam Smasher. Wo denn gesehen? Hier, in der Stadt. Yorinobu hat ihn aus seinem Käfig gelassen, als Hanako entführt wurde. Fuck, hätte ich mir denken können. Arasaka sucht jetzt nach unbekannten Angreifern. Mal wieder. Was dachten unsere unbekannten Angreifer, was passieren würde? Keine Ahnung. Sie mussten improvisieren. Sie hatten gute Absichten. Keine Ahnung. Ich vermute, sie hatten gute Absichten, was Hanako angeht. Aber die Lage ist etwas außer Kontrolle geraten. Warum überrascht mich das nicht? Weißt du, was ich ihnen sagen würde, wenn sie jetzt vor mir stünden? Was denn? Dass sie früher oder später bezahlen müssen. Night City ist nicht mehr, was es mal war. Das schließt Arasaka ein. Und einer dieser unbekannten Angreifer ist auch nicht mehr, wer er mal war. Meinst du, derjenige würde verstehen? Rogue ist auch nicht mehr die, die sie mal war. Wie scharfsinnig du doch bist. Ja, nee. Bin total ich toll. Muss los, Wee. Muss mich ums Geschäft kümmern. Ja. Ruf mich mal an. Passt auf euch auf. Wart noch auf deine Mission. Pass auf dich auf. Was ist denn eigentlich auf der Karte, dieses Blaue? Ach, das war dieser Punkt hier, wa? Bleib mal locker. Ja, du mich auch. Sitzen und warten. Ich warte. Abgewartet. Ah, bist du jetzt endlich da, ja? Oh, hey. Hast du Tipps zum Übergang, Umgang mit Animals? Kannst auch Tiere sagen. Das ist Animal-Gebiet. Hallo, hast du? Gehen wir. Animal-Gebiet. Irgendwelche Cop-Tipps zum Umgang mit denen? Einfach den Bauch kraulen und bloß nicht in die Augen gucken. Ha, ha. Ja, war kein Durchsuchungsbefehl. Du musst das machen. Ach. Wenn du was findest, sag Bescheid. Oh, oh, Tee annehmen. Wie? Ich weiß jetzt mehr über Ibunike. Ja, 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 ja. Hab ein paar meiner Kontakte gefragt. Ja? Ein Kumpel von früher hat schon mal von Grayson gehört. Er hat mehr rausgefunden. Es gibt einen Teil der Docks, der Maelstrom-Revier ist. Ja.
Du hast Grayson also gefunden. Arbeitet er mit Smasher? Komm ins Afterlife. Ja. Da reden wir. Okay. Okay. Aber... Okay, du? Wir verschieben das auf später. Ich muss ganz dringend etwas erledigen. Wieso sind wir beim selben Punkt zurück? Bin ich ja gespannt, ey. Ich bin wieder da. Hurra. Tag auch. Wen haben wir denn da? Den guten alten Wie. Kann ich dir was bringen? Nee, danke. Hat er auch was Witch für sich? Hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Kleine Details, die dir vorher was sie für Ausrüstung haben. Wie? Aber nicht wie Crispin Whelan. Er hilft großartig. Uns. Hey, Wie. Schau, bist du uns abgeirrt, ihr Jagdsmasher. Ja. Bereit? Wir reden unterwegs. Hey, lass das. Okay. Sonst antwortet er noch. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Also, wir kommst du mit? Hoch. Nein, ich mit dem mein Part ist erledigt. Willst du den Smasher nicht auch tot sehen? Klar doch, aber nicht aus der Nähe. Der Bastard hat die Angewohnheit, von den Toten zurückzukommen. Mhm. Echte Bastarde finden immer einen Weg. Na dann los. Wir. Geht's jetzt los? Viel Glück. Die Mucke ist hart, Alter. Kann ich dir was bringen? Nee, danke. Kommst du später wieder? Vielleicht. Weiß nicht. Warte nicht. Meinst du, vielleicht genau hat ihr Wieland geholfen? Er hat dafür gesorgt, dass wir Grayson zu Hause antreffen. Wir wissen also, wo er ist. Oh, ich war zu schnell, ja. Dein Auto? Ich hab da was für dich. Warte, ich muss erst mal gucken. Sieh sie an. Aha. Gehörte die Johnny? Nicht, dass du uns verwechselst, wenn ich sie trage. Ganz sicher nicht. Nie im Leben. Eine Replik. Maßgeschneidert. Die echte ist sicher vor Jahren zu Staub zerfallen. Danke. Steig ein. Endlich siehst du nach was aus. Haha. Was hat Johnny über mich erzählt? Ihr beide redet doch dauernd. Hast du eine Ahnung, was Grayson vorhat? Hat Whelan mehr rausgefunden? Nur, dass Grayson sich seit dem Maelstrom-Job bei den Docks verkriecht. Er arbeitet für die? Nicht für Smasher? Smasher hatte immer mehrere Eisen im Feuer. Wenn sich dort beide verstecken, Meister und Lehrling. Schon komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Hier und da ist sein Name gefallen. Und du hast nie versucht, ihn zu finden? Hör zu, Wie. Dass Johnny zurück ist, ändert gewisse Dinge. Okay, klar. Glaub mir, ich weiß das. Willst du das echt machen? Wieso? Kriegst du kalte Füße? Naja, nee. Nein, ich will nur nicht, dass Johnny dich einlullt. Er ist besessen von Adam Smasher, nicht du. Findest du? Ich will nur Fair Play. Dann kommen wir wohl später drauf zurück. Können wir die Fahrt überspringen? Fährst aber holprig. So, weiter kommen wir nicht. Nee. Könnte unser Glückstag sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Wichser muss hier irgendwo sein. Aha. Wie lautet also, der Plan? Wie lautet der Plan?
Wayland hat Grayson irgendwo bei den Docks gesehen. Mit jemandem. Smasher. Das hoffe ich. Zuerst müssen wir zum Maelstrom-Datenterminal. Da gibt's bestimmt Infos über Smasher. Da drüben, Hauptlagerhaus. Woher weißt du, wo ihr Datenterminal ist? Hab den Kauf selbst arrangiert. Athena D3, externe Datenbank. Wusste nicht, dass du für Maelstrom arbeitest. Ich mache alles, wenn die Bedingungen stimmen. Hab die letzten 50 Jahre viel verpasst. Okay, kann losgehen. Bereit? Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist. Ist das nicht schon? Und was machen wir so lange? Warten und beobachten. Okay. Okay, dunkler wird's nicht. Nee? Ist ja noch genauso dunkel wie vorhin. Maelstrom sichern die Docks, du sicherst mich. Na los, gehen wir. Sie ist nervös. Gib ihr Deckung, sicherheitshalber. Ich hab ne Idee. Warte kurz, dann komm nach. Nu? Komm schon. Kriegst du die auf? Wir testen. Okay. Leise jetzt. Ich bin immer leise, hast du mitgekriegt. Zigarettenschachtel, echt jetzt? Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Leise. Ja, dann lauf. Was ist das hier? Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier lang zu gehen. Oh, jetzt soll ich wieder sneaky machen, Alter. Ich kann das doch sowas nicht. Ja, warte mal, da wären wir doch, wenn wir da hinten nicht besser gewesen. Warte mal, Puppe, hier, komm mal hier mit lang. Ich wollte gerade sagen, die werde ich ja nicht platt machen können, oder? Mhm. Du meinst da in dem anderen Schuppen? Ja, okay. Nee, die da sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Mhm. Bin in Deckung. Ups. Ging doch, oder? Was ist das hier? Muss ich gleich mal gucken, was ist denn diese Muschibla? Hat sich jetzt komisch angehört. Nee. Das? Nee. Oder aber eine blaue. Hier? Hier ist doch irgendwas mit M. Hier? Hier, was, wa? Genau. Masamu.
macht mehr Damage, effektivere Reichweite. Warte mal, kannst du das hier? Kann man das nicht rausnehmen, die Mods dann eigentlich? Nee, wa? Wo waren die jetzt? Hier. Wenn ich die jetzt anlege, kann ich da? Die hat bloß In-Mod frei, okay. Nee, das ist dann doof. Aber wo war jetzt die ich vorher hatte? Das war die, ja. Genau, naja, machen wir weiter mit der. Was ist das hier? Kann ich nicht machen. Okay. Pass auf. Was denn? Lass dich nicht entdecken. Oh, war. Komm mal rum. Komm mal rum, dreh dich um, irgendwas, geh weg. La 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 la. Vorsicht, die sehen dich sonst. Ich hab doch gar nichts gemacht. Mist. Scharfschütze! Sieh nur das Sterben! Achtung! Ich stürme los! Los, los, los! Wie wär's mit euch bei Hexen? Nein, du musst das Teil nachgeladen haben! Und jetzt Schwanz gelegt! Hast du jetzt endlich mal auf! Niemand überleben! Ja, weil ich hier nicht... Ah, Mann's... Nein, solltest du Granate werfen, Mann. Los, komm zu Pop! Hör auf zu heulen, du lebst noch! Wow! Ich nicht mehr. Da marsch! Ach Mann, Alter, ich hab's sowas von überhaupt nicht drauf mit Sneaky sein, ey. Sie ist nervös. Gib ihr Deckung, sicherheitshalber. Ich hab ne Idee. Warte kurz, ja, ja. Dann komm nach. So, und da? So, 55, 55, 7a. Dann BD7A geht nicht. E9. Mist. BD können wir jetzt so in der Line nicht mehr ran. BD oder E9 haben wir nicht mehr. Wenn ich jetzt so falsch drücke, bräuchte ich danach BD oder 7A. Ich hab zu lange gebraucht, wa? Naja, gut. Das kann ich da eigentlich benutzen? Benutz mal. Ach man, ich drücke mal auf den falschen Knopf. Ich will mal auf Escape rausgehen. Oh. Ja, ich gehe mal kurz zurück. Ja, das lief da hinten ein bisschen besser das letzte Mal. Mann, 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 Alter. Sneaky ist echt nicht so... Mein Sneaky fällt mir echt schwer. Das ist immer so, ich bin dann immer zu hibbelig. Kriegst du die auf? Ja, krieg ich auf. Okay. Leise jetzt. Ja. Ich bring's grad gar nicht. Das wird nichts.
Wir müssen im Endeffekt, ja. Wir müssen zum Datenterminal. Ja. Leise. Ja. Hab ich verstanden beim ersten Mal schon, wa? Aber du hast nicht verstanden, dass ich schon wieder drauf gegangen bin. Blick nicht leise genug, wa? Aber da stehen, wir gehen jetzt einfach mal da lang, aber da stehen so viele und ich muss halt eigentlich direkt da lang, ne? Und die Frage ist, ob wir dann... Gehen einfach mal hier lang, mal gucken, ob wir über einen längeren Weg einfach... sicherer sind. Okay. Ich muss hier hin. Bin schon weg. Uiuiuiui. Und zum Schluss muss ich alle niedermähen. Das ahne ich jetzt schon. Ich hätte ihn jetzt gern noch niedergemacht, ne? Ganz leise und vorsichtig. Die sehen dich gleich. Ja, doch. Rat mal, was ich hier versuche, Alter. Ich bin hier nicht, ganz leise. So. Oder war was Lianes? Oh, ich habe eigentlich, ich will das drücken. So, dann können wir erstmal hier nochmal die Komponenten, weil hier lag gerade noch was Lilanes. Da! Komponenten Level 4. Oh, ob es sich lohnt, noch nach oben zu gehen? Okay, das ist es. Scanne es, vielleicht finden wir was. Ich scanne. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Blablabla. Bla, bla. Maelstrom. Ich muss mal hier kurz. Ich habe die Person gesehen. Sie verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Mhm. Okay, mal sehen, was wir finden. Geld. Da drüben, rechts. Wo denn? Mal gucken, ich ahne, wir müssen ja dann hier bestimmt wieder verschwinden. Willst du mal runtergehen? Der sieht dich sonst. Da ist sie. Die Ebunike. Sieht hinüber aus. Das Innenleben ist noch schlimmer. Du, da stehen zwei. Gehen wir. Ja, aber Gott sei Dank, wie her ist denn, wenn du mal einen Kopf unten hältst? Winkelt der? Ganz vorsichtig. War anstrengend, wie wir. Ich glauben, dass er sich hier verkriecht. Dachtest du, Smasher stellt Willkommensschilder auf? Aber schön beleuchtet die Treppe, war? Muss man ja mal sagen. Durchsuchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny, rächen? Das auch. Tja Leute, aber das Deck untersuchen wir bei der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich auch mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.